Ah, ich grüße euch, hohe Priesterin von Hyrule. Und Link, Träger des Masterschwertes. Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest. Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Es heilt sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert. Was ist das? Schwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Klinge. Zelda. Und du, Träger des Bandschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher kennst du unsere Namen? Thank you.
Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Stimmt. Dies ist nicht die Welt, die ich kenne. Ein Zeitalter aus Sagen und Legenden. Eine mythische Zeit. Hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen? Wir sind nicht minder erstaunt darüber, werte Zelda. Doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst, wäre es tatsächlich denkbar. Nanu, ich habe ihr sofort geglaubt, auch ganz ohne den Mysterienstein, Rauru. Ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft. Und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern. Das stimmt. Doch sag, werte Zelda, du willst zurück in deine eigene Zeit. Und das so schnell wie möglich, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Ja. Die Zeit, aus der ich komme, etwas Schreckliches wird geschehen. Deshalb muss ich schnell zurück. Aber wie nur? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin. Zelda, Liebes, du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren. Komm erst mal mit in unser Schloss, ja? Nein, ich will doch... Wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor. Was ja gewissermaßen auch stimmt. Und frische Kleider kriegst du auch. Oh. Es wird sich schon eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich danke euch von Herzen. Moment. Mineru, sie könnte einen Weg kennen, dich in deine Zeit zurückzubringen. Mineru, sagst du? Ja. Niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie. Genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins. Sie ist meine Schwester. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Mineru. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles, dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit?
Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit? Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Hyrule soll mir allein gehören. Auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Ein offener Angriff ist also sinnlos. Ein Mysterienstein der Sonau.
Faszinierend. Im Namen aller Gerudo bitte ich eure Hoheit, untertänigst untergeben, um Verzeihung für das Ausschlagen der wiederholten Einladungen. Wir bitten darum, unter den Schirm des Königshauses zurückkehren zu dürfen, wenn ihr uns diese Gnade gewährt. Deine Demut ehrt dich, Ganondorf. Dein treuer Schwur an Hyrule sei hiermit anerkannt. Man sagt, nur alle 100 Jahre werde ein Gerudo männlichen Geschlechts geboren. Du warst dieser Auserwählte. Und von nun an wirst du unserem Reiche dienen. Hyrule kann sich glücklich schätzen. Hoheit, ihr schmeichelt mir. Euer Volk, die Sonau, kam einst von den Himmeln zu uns herabgestiegen. Man sagt, sie sollen die Gottheiten gewirkt haben. Und ihr, als einer ihrer Abkömmlinge, nahmt eine irdische Hylianerin zur Frau. So konntet ihr eure Herrschaft über die Grenzen eures Volkes hinaus ausdehnen. Respektabel. Dass nun trotz alledem vom edlen Volke der Sonau nur noch ihr und eure verehrte Schwester übrig seid. Dieser Umstand ist zutiefst bedauernswert. Der Frieden unserer Herrschaft wird heute und ewiglich bestehen. Meine begrenzten Tage wird er bei weitem überdauern. Wohlan, Ganondorf. Ich hege hohe Erwartungen an dich. Du darfst gehen. Sehr wohl. König Rauru, ich spüre unheilvolle Absichten, tief im Herzen jenes Mannes. Und auch sein Name beunruhigt mich. Seine Bosheit ist mir nicht verborgen geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich ihm meine Hand gereicht und kann ihn besser im Auge behalten. Bitte sorge dich nicht, ja? Gut. Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genauso wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine, und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen, ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr... Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen.
Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja! Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Nanu? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh, ein Held also. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Endlich. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Seine Kraft in meinem Innern. Thank you.
Sonja! Du kommst zu spät, Rauru. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tag an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang. Galland, auf! Eure Gemahlin braucht euch. König Rauru, aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Oh. Unsere Truppen vermögen die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten. Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauru, er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser vier Völker stehen dir bei. Und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Bitte steht mir bei und leiht mir eure Kraft. Dem König des Lichts zu dienen.
um den Dämonenkönig zu bezwingen. Sonja. Ah, Zelda. König Rauru, vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Sprich weiter. Als ich mit Ansa wieder Mysterienstein Ganondorf verwandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Die Mumie, die wir aufweckten, das war er! Er war noch am Leben, in meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. All unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet. Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten ist meine oberste Pflicht. Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Eure Hoheit. Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es soll alles einen Grund haben? Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauru, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauru schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. König Rauru und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks. Feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt. Doch der Ungeheuermassen war nicht Herr zu werden.
bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauru eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauru... bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Einfältige Narre! Rauru, gib auf! Ganondorf, diese Arroganz ist dein Verderben! Opfer in Kauf zu nehmen. König Rauru! 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bandschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen.
Wie kommt es hierher? Link ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Oh. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt? Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Mineru! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Als ich das Schwert hielt, da war mir alles klar. Mineru, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid, in unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen, dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht, mein Geist wird an seiner Seite sein. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Eine
nutzlose Klinge. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Minero, ich wünsche dir alles Gute. Link, ich verspreche dir, ich werde das Schwert für dich heilen. Du wirst es eines Tages wieder in der Hand halten. Ich werde es so lange in heiliger Kraft einhüllen, bis es schließlich den Dämonenkönig zu bezwingen vermag. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Für dich. Link. Link. Das Masterschwert, dein Schwert. Die einzige Klinge, die den Dämonenkönig besiegen kann. Einmal unterlag es seiner schrecklichen Kraft. Doch ein langer Schlaf wird all seine Wunden heilen. Wird es nicht zerspringen. Die Kraft, die ich ihm einhauche, wird es stärken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte, möge dieses Schwert dich in deiner Zeit wiederfinden.